Die meisten, 82% der Deutschen, sehen sich als Bürger der EU. 70%, etwas niedriger, ist der Wert in der gesamten EU. Wie gut finden wir Europa? Das fragt die EU-Kommission im Eurobarometer. Ergebnis: In allen EU-Ländern fühlt sich die Mehrheit als EU-Bürger. Einzige Ausnahme: Griechenland. Zwar sind nicht alle begeistert von der EU, aber nur ein Fünftel sieht sie wirklich als negativ. 40% finden die EU gut. Der Rest ist unentschieden. Und die Zustimmung wächst in ganz Europa. In Deutschland sogar sehr deutlich, auf 45%. Die Zahl der Kritiker hat sich in der gleichen Zeit fast halbiert. Echter EU-Miesepeter ist Griechenland. Nur hier sehen mehr Menschen die EU negativ als positiv. Fazit: Auch wenn viel gemeckert wird, die EU finden deutlich mehr Menschen gut als schlecht. Was wir an der EU schätzen: Frieden zwischen den Mitgliedstaaten, offene Grenzen und Bewegungsfreiheit, die Gemeinschaftswährung. Der Euro wird sehr häufig als positive Errungenschaft genannt. Austauschprogramme wie Erasmus für Studenten. Es stimmt also nicht, dass viele die EU ablehnen. Das Gegenteil ist richtig. Eine große Mehrheit will sogar mehr Europa. 75% wollen eine gemeinsame EU-Sicherheits- und Verteidigungspolitik. 72% eine gemeinsame EU-Energiepolitik. Fast 70% eine gemeinsame Einwanderungspolitik. Dafür sind vor allem die Spanier, die Deutschen und die Niederländer. Dagegen sind nur die Tschechen und die Esten mehrheitlich. Die wichtigsten Probleme für die EU, laut Umfragen: einerseits Einwanderung, andererseits Terrorismus. Überwunden zu sein scheint den meisten dagegen die Euro-Finanzkrise. Erstmals seit 2007 sieht die Mehrheit der Befragten die Wirtschaftslage Europas wieder positiv. Ebenso blickt die Mehrheit der Bevölkerung optimistisch in die Zukunft der EU. Ausnahmen: Großbritannien und Griechenland. Aber selbst in Griechenland steigt die Zahl der EU-Optimisten im Vergleich zur letzten Umfrage. Fazit: Auch wenn oft ein anderes Bild gezeichnet wird, die Mehrheit findet Europa und auch die EU gut und will mehr Europa.